Renaissance-Musik an Elbe und Weser ist eine Konzertreihe in Niedersachsen, die es jetzt schon seit mehreren Jahren gibt und wo wir immer wieder neue Experimente wagen. Es ist wunderbar, wenn man im Rahmen unserer Konzertreihe alte Musik auch an moderne Orte holen kann, an ungewöhnliche Orte. Und einer meiner Lieblingsorte ist wirklich das Sprengelmuseum, weil es durch seine ganze Atmosphäre, durch die Umgebung von Kunst so einen besonderen Platz darstellt. Wenn man hier im Konzert spielt, dann ist es, als würde man selbst Teil einer großen Installation werden, die sich durch das ganze Gebäude zieht. Und das ist wirklich toll. Bei Renaissance-Musik an Elbe und Weser kombinieren wir immer die Themenkonzerte mit extra dafür entwickelten Education-Projekten. Das macht diese Konzertreihe auch so besonders, weil wir einfach sagen, wir wollen gerne mit unserer Musik auf der Bühne sein, wir wollen aber auch neues Publikum finden und wir wollen möglichst viele junge Leute reinholen und Neugier wecken. Man erweitert einfach auch seinen eigenen Horizont. Und dabei entsteht immer was Neues und was Spannendes, wenn man zwei verschiedene Genres miteinander kombiniert. Oder zwei Epochen, sage ich jetzt mal. Musik war sehr verbreitet und sehr geliebt und es war allgemein gut. Nicht nur Deutschland oder Teile von Deutschland, nur Italien, sondern die haben sich gegenseitig ausgetauscht. Das war schon irgendwo wie Popmusik jetzt. Für uns als Capella della Torre ist es großartig, dass wir in Niedersachsen immer wieder auf so tolles Publikum stoßen und es immer wieder offene und begeisterte Augen gibt. Und das alles wäre natürlich nicht möglich ohne unsere Förderpartner, die diese Reihe schon so lange unterstützen.